Ein herzliches Grüß Gott allen, die heute am Abend hier in die Tanzenberger Seminarkirche gekommen sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, als Rektor des Hauses darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen hier in unserer Tanzenberger Seminarkirche. Tanzenberg, einmal die Abtei der Olivetanerordens, beherbergt seit 1946 das Knabenseminar der Diözese Gurk-Klagenfurt, welches zuerst eine Zweitstelle des Bundesgymnasiums I aus Klagenfurt war, und seit 1980 wird das Bundesgymnasium Tanzenberg selbstständig geführt. Heute besuchen über 600 Schülerinnen und Schüler das Bundesgymnasium, und davon werden mehr als 100 Schülerinnen und Schüler in der Nachmittagsbetreuung des Marianums betreut. So freue ich mich, dass ich heute in der Tanzenberger Seminarkirche die Mitglieder der Österreichischen Bischofskonferenz, die Vertreter der Politik, die Dehanten und die Priester und viele andere, die zu dieser heiligen Messe gekommen sind. Ich freue mich, dass ich Sie alle begrüßen darf. So darf ich begrüßen seine Eminenz, Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, seine Exzellenz, Erzbischof von Salzburg, Franz Lackner, Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz, Exzellenz, unseren Diözesanbischof Josef Marquez, Exzellenzen, Diözesanbischöfe Wilhelm Krautwaschel aus Graz, Egidius Schivkovic aus Eisenstadt, Manfred Scheuer aus Linz, Stellvertreter des Vorsitzenden des Bischofskonferenz, Hermann Glättler aus Innsbruck, Benno Elbs aus Feldkirch, auch den Herr Abt Vinzenz Wolwend, Abt der Abtei Wettingen-Bererau, auch die Weihbischöfe Franz Schaar aus Wien, Stefan Turnowski ist leider nicht mit uns, auch Weihbischof in Wien, Anton Leichfried aus St. Pölten und Hans-Jörg Hofer aus Salzburg. Darf auch den Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka begrüßen und auch unseren Generalvikar Johann Sedelmeier. Seiten der Landespolitik darf ich begrüßen unseren Herr Landeshauptmann Peter Kaiser, Frau Landeshauptstellvertreterin Gabi Schaunig, Herr Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Herr Landesrat Daniel Fellner, Bezirkshauptfrau Claudia Egger-Grilitsch. Seitens der Evangelischen Kirche in Kärnten darf ich begrüßen Frau Heli Telesklav, Superintendentialkuratorin, auch unsere liebe Bürgermeister von St. Veit, Martin Kulma und Franz Faller von der Markgemeinde Maria Saal. Natürlich unseren Herr Direktor des Bundesgymnasiums Gerhard Horn, den Delegat des Malteserordens in Kärnten Florian Hartig, auch unsere Hausverwaltung des Marianums Tanzenberg, Frau Waltraud Leiger mit dem Marianumsteam, alle Dehanten, Priester, Diakone und natürlich unsere Tanzenberger Schülerinnen und Schüler im Jugendchor mit Professorin Frau Silvia Steinkellner und mit den jungen Musikern mit dem Herr Professor Dominik Maringer. Nun beginnen wir die heilige Messe mit dem Eingangslied. Wir lieben will wie Gott.
auf dieser Erde. Wir lieben will begann auf dieser Erde. Muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben. Muss sterben, um zu leben. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er trägt das Los, er geht den Weg, er geht ihn bis zum Ende. Er geht ihn bis zum Ende. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Und so ist er für dich und mich das Leben selbst geworden. Das Leben selbst geworden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch und mit deinem Geist. Es ist eine große Freude und Ehre für uns österreichische Bischöfe, hier an diesem bedeutenden und berühmten Ort die Eucharistie zu feiern und mit Ihnen allen Gott zu danken und ihn zu bitten. Zu bitten vor allem um Frieden, um Eintracht, um ein gutes Miteinander in unserem Land. Bitten wir um Gottes Hilfe, um Gottes Erbarmen. Steh uns mit deiner Gnade bei, damit wir mit ganzer Bereitschaft den Dienst vollziehen, den du uns aufgetragen hast.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen sprach Asaria mitten im Feuer folgendes Gebet: Um deines Namens willen, Herr, verwirf uns nicht für immer. Löse deinen Bund nicht auf. Versag uns nicht dein Erbarmen, deinem Freund Abraham zuliebe, deinem Knecht Isaak und Israel, deinem Heiligen, denen du Nachkommen verheißen hast, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Ach, Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker. In aller Welt sind wir heute wegen unserer Sünden erniedrigt. Wir haben in dieser Zeit weder Vorsteher noch Propheten und keinen, der uns anführt. Weder Brandopfer noch Schlachtopfer, weder Speiseopfer noch Räucherwerk, noch einen Ort, um dir die Erstlingsgaben darzubringen und um Erbarmen zu finden bei dir. Du aber, nimm uns an, wir kommen mit zerknirschten Herzen und demütigem Sinn, wie Brandopfer von Widdern und Stieren, wie tausende fetter Lämmer, so gelte heute unser Opfer vor dir und verschaffe uns bei dir Sühne. Denn wer dir vertraut, wird nicht beschämt. Wir folgen dir jetzt von ganzem Herzen, fürchten dich und suchen dein Angesicht. Überlass uns nicht der Schande, sondern handle an uns und nach deiner Milde, nach deinen überreichen Erbarmen. Errette uns, deinen wunderbaren Taten entsprechend, verschaff deinen Namen Ruhm, Herr. Wort des lebendigen Gottes. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn für uns hingab,
Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines Herrn, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so angefleht hast. Hättest du nicht auch mit jenem, der gemeinsam mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitbrüder im bischöflichen Dienst, im priesterlichen, diakonalen Dienst, sehr geschätzter Herr Landeshauptmann, Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin, Landesräte, Bürgermeister, liebe Schwestern und Brüder, zuerst einmal eine große Freude, in dem Land zu sein, in dem es die meisten Chöre gibt in Österreich. Es gibt nirgendwo so viele Chöre wie in Kärnten. Ich freue mich, dass wir den Danzenberger Jugendchor heute genießen dürfen. Ihr bekommt es dann auch nachher am Schluss der
des Gottesdienstes einen ganz ordentlichen Applaus. Die Technik wird sich noch an mich gewöhnen. Ich kann nichts dafür, dass ich etwas größer gewachsen bin. Nein? Nein. Stefan. Mit Sicherheit. Ja, jetzt. Entschuldigung. Die Predigt hat heute zwei Teile. Ich hoffe, dass sie nicht zu lange wird, aber es ist ein reichhaltiges Menü, das wir heute aus dem Wort Gottes bekommen. Im Evangelium geht es um Vergebung. In der Lesung geht es um Schuld. Schuld und Vergebung. Es geht ums Verzeihen. Und es geht, das werden wir gleich sehen, auch um die Gerechtigkeit. Denn wenn jemand uns gegenüber schuldig geworden ist, dann ist es auch immer eine Frage der Gerechtigkeit, wie diese Schuld wieder gut gemacht wird. Vergebung unserer Schuld erbitten wir von Gott. Wir werden es nachher im Vater unser sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Ausgangspunkt ist eine Alltagsfrage. Petrus fragt Jesus, wie oft soll ich, muss ich vergeben? 7-mal? Die Antwort Jesu ist, da gibt es zwei Varianten, Textvarianten. Die eine sagt 77-mal, die andere sagt 70-mal 7-mal. Wenn man 70-mal 7-mal zusammenrechnet, ihr korrigiert mich bitte von der Mittelschule, ich glaube, das macht 490-mal. Das ist ziemlich viel. Also endlos vergeben. Heißt das auch, Schwestern und Brüder, dass wir alles vergeben müssen? Muss sie sich deshalb alles von ihm gefallen lassen? Es kann auch umgekehrt sein. Darf sie nie auf ihr Recht pochen? Ich denke an Scheidungssituationen, bin gerade mit zwei solchen konfrontiert. Muss sie immer verzeihen? 490-mal. Sie hat schon so oft verziehen und jetzt ist es einfach einmal genug. Es geht auch um das Recht, um die Gerechtigkeit. Darf sie sich bei der Scheidung wehren dagegen, dass sie über den Tisch gezogen wird von ihm oder umgekehrt? Darf sie nicht um ihr Recht kämpfen? Muss man, wenn man Christ ist, einfach immer nur verzeihen? Was ist die Antwort Jesu? Ein Gleichnis. Da sind zwei Schuldner. Der eine schuldet dem König 10.000 Talente. Ein Talent, das ist ein Maß, ein Talent sind 40 Kilo Silber. Ich bin nie gut gewesen im Rechnen, aber wenn es 10.000 Talente sind, das sind das 400.000 Kilo Silber, also 400 Tonnen Silber. Herr Landeshauptmann, das Budget der Diözese, Entschuldigung, das Diözese, das Budget des Landes Kärnten, natürlich erst recht, dass der Diözese würde sich sehr freuen über 400 Tonnen Silber. Das ist eine Schuld, die kein Einzelner bezahlen kann, auch nicht der Benko oder andere, die große Schulden gemacht haben. Es ist völlig unmöglich, unvorstellbar, diese Schuld zurückzuzahlen. Obwohl der Schuldner behauptet, ich werde dir alles zurückzahlen. Der König vergibt ihm die Schuld. Schlicht und einfach.
Dann trifft er seinen Kollegen, der ihm 100 Denare schuldet. 100 Denare, das sind 3 Monatslöhne. Sein Kollege fleht ihn an, ich werde dir alles bezahlen. Er besteht darauf sofort und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Er besteht auf seinem Recht. Aber er ist unbarmherzig. Seine Kollegen sind traurig, wir würden sagen, wir wären empört, wenn wir so etwas erleben. Diese Forderung, das sofort zu bezahlen, ist ungerecht. Und warum empfinden wir das Ungerechte als unbarmherzig? Und um diese Frage geht es im Evangelium. Das Verhältnis von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wie bei einer Scheidung, wenn sie einfach schlecht aussteigt. Auch wenn der Richter ein nach seinem Maß gerechtes Urteil fällt. Eine unbarmherzige Gerechtigkeit empfinden wir als Unrecht. Und das ist das Thema, um das es heute geht. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gott ist barmherzig, sagt Jesus. Warum bist du so hart? Also doch alles verzeihen, weil Gott barmherzig ist. Nun kommt es aber zu dem eigentlich springenden Punkt. Es geht hier um das Verhältnis von Schuld gegenüber Gott und Schuld gegenüber dem Mitmenschen. Und das, was Jesus sagt, ist, dass unsere Schuld Gott gegenüber unvergleichlich größer ist als die gegenüber dem Nächsten. Stimmt das? Stimmt das, dass unsere Schuld vor Gott so groß ist? Ich tue mich schwer damit. Ist wirklich die Sünde, die Schuld Gott gegenüber, Sünde ist etwas Gott gegenüber, ist das wirklich so dramatisch, dass man einen solchen Vergleich von völliger Unvergleichbarkeit anstellt? 400 Tonnen Silber und 100 Denare. Und nun sagt uns unser Glaube, vorne ist das Kreuz dargestellt, dem berühmten Künstler Oman. Unser Glaube sagt uns, Gott hat uns so sehr geliebt, dass er für uns alles gegeben hat. Das Kostbarste, was er hat, seinen Sohn. Und wir glauben, es ist nicht einfach, wir glauben, dass das Kreuz Jesu der Preis war für unsere Erlösung. Hat sie wirklich so viel gekostet? Sind meine Fehler so schlimm, dass wegen mir Gott so ein Opfer gebracht hat? Ich weiß, ich bin aufgewachsen noch in meiner Generation, in der Jugend, in der Kindheit, habe ich sehr viel über Sünde gehört, wurde viel über Sünde gepredigt. Ja. Der Vater hat den Buben gefragt, wie er aus der Kirche zurückgekommen ist, worüber hat der Pfarrer gepredigt? Er hat über die Sünde gepredigt. Und was hat er darüber gesagt? Er war dagegen. Anselm von Canterbury, der große Denker des Mittelalters und Heilige, hat ein ganzes Buch über die Frage geschrieben, warum ist Gott Mensch geworden? Warum war der Preis unserer Erlösung so groß, dass Gott diesen Preis gezahlt hat?
Und sein Schüler Boso, mit dem er diskutiert, sagt, das kann doch nicht sein, dass unsere Sünden so ein Gewicht haben. Und dann antwortet ihm Anselm, ich weiß nicht, ob ihr Latein lernt, auch hier, ja? Nondum considerasti, quanti ponderis sit peccatum. Du hast noch nicht bedacht, was für ein Gewicht die Sünde hat. Ich möchte auf die Lesung aus dem Buch Daniel eingehen und das ist der zweite Teil. Ich habe dieser Tage eine Geschichte des jüdischen Volkes gelesen von Michael Wolfson, einem jüdischen deutschen Historiker, und ich bin erschüttert zurückgeblieben. Ich wusste zwar vieles, was ich in dem Buch lese, aber dass es so schlimm ist, dass das jüdische Volk durch 2500 Jahre eine endlose Leidensgeschichte gelebt hat. Mit kleinen Phasen, wo es ihnen gut gegangen ist, und vielen Phasen, wo sie gelitten haben, vertrieben worden sind, verfolgt worden sind, umgebracht worden sind. Und aus dieser Situation spricht der Prophet Daniel, ein Buch aus dem vermutlich 2. Jahrhundert vor Christus, das über die jüdische Geschichte reflektiert. Und da geschieht etwas Seltsames. Dieses Buch des Propheten Daniel reflektiert über das Leiden in der Geschichte. Und das passt natürlich für alle Zeiten, auch für heute. Das Leid in der Geschichte. Wir sind seit fast 80 Jahren vom Krieg verschont, aber wir wissen, wie viel Leid und Krieg und Verfolgung es auf dieser Welt gibt. Der Prophet fragt, was ist mit uns geschehen? Er reflektiert über das Exil in Babylon. Sie haben die Heimat verloren, sie sind heimatvertrieben. Viele sind umgebracht worden und jetzt leben sie im Exil rechtlos. Ich bin auch ein Heimatvertriebener aus Böhmen, aber so schlimm, es ist uns schlimm gegangen, aber so schlimm wie dem jüdischen Volk ist es uns nicht gegangen. Und dann sagt das ganz überraschend und erstaunlich, ach Herr, wir sind geringer geworden als alle Völker, in aller Welt sind wir heute erniedrigt wegen unserer Sünden. Und das ist der springende Punkt. Wegen unserer Sünden. Dieser jüdische Autor reflektiert, und das geht durch alle die Jahrhunderte bis nach Auschwitz, die Frage, warum dieses Leiden? Und bis heute sagen Juden, wegen unserer Sünden. Und die Bitte, Gott, komm zu uns zurück. Wir kommen zu dir zurück mit zerknirschtem Herzen und demütigem Sinn. Das können wir dir anbieten. Was tut der Prophet in dieser Situation? Und Brüder und Schwestern, da sind wir dann gleich wieder beim Evangelium. Er sucht die Schuld nicht bei den anderen. Obwohl er allen Grund hätte. Die Verfolgung der Juden durch die Jahrhunderte ist eine der schlimmen Schuldgeschichten auch von uns Christen. Nein, aber was machen wir? Wir beschuldigen, statt uns selber anzuklagen. Wir beschuldigen die anderen. Brüder und Schwestern, wie funktionieren unsere Konflikte? Meistens so, dass die anderen schuld sind. Und das, was uns beide Lesungen heute sagen, schau doch zuerst bei dir selber.
Ja, trotzdem alles bei den anderen entschuldigen und sich selber ständig beschuldigen, das wäre doch krank. Wie viele Menschen leiden darunter, dass sie sich nicht annehmen können und immer die Schuld bei sich suchen, auch in Ehekonflikten, in Partnerschaftskonflikten, sich selber schlecht machen. Das kann nicht die Lösung sein. Aber die Fehler nur bei den anderen zu sehen und blind zu sein für die eigenen Fehler, das wäre auch krank. Also muss es einen Weg geben, den Jesus uns im Evangelium zeigt. Wir kennen alle das Wort Jesu im Angesicht der Ehebrecherin. Übrigens in Klammer gesagt, ich habe noch nie gehört, dass ein Ehebruch alleine vollzogen worden ist. Es sind immer zwei dabei. Und im Gesetz des Mose steht, dass beide gesteinigt gehören. Aber den Mann haben sie laufen lassen, die Frau beschuldigen sie. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster den Stein. Das ist der Wendepunkt. Seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Einander verzeihen von Herzen, das kann schwer sein. Und wie steht es, und damit komme ich zum Schluss, und wie steht es mit der Gerechtigkeit? Muss ich nicht auf meiner Forderung nach Gerechtigkeit bestehen? Muss es nicht Prozesse geben, um die Gerechtigkeit herzustellen? Ja, aber ohne die Grundhaltung des Verzeihens gelingt auch die Gerechtigkeit nicht. Das ist eine Gratwanderung. Aber die Kraft des Verzeihens ist das, was wirklich die Herzen verändert. Schwestern und Brüder, es ist ein unglaubliches Risiko, diese Haltung des Verzeihens einander zu schenken, weil man immer die Angst hat, man wird über den Tisch gezogen. Wenn ich nachgebe, dann bin ich im Nachteil. Aber eine echte Haltung des Verzeihens ist auch die echte Basis der Gerechtigkeit. Beweisen kann ich es Ihnen nicht, aber ich glaube, das Leben lehrt das. Amen. Gott, unser Vater, ermutige deine Kirche, die Menschen mit Gott und miteinander zu versöhnen. Und mache sie zu einem Ort, an dem Menschen einander annehmen und wie Geschwister miteinander leben. Wir bitten dich, erhör uns. Gott, unser Vater, lass uns denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, und leite uns an, nach einem Streit wieder zu beginnen und als Erster die Hand zur Versöhnung zu reichen. Wir bitten dich, erhör uns. Gott, unser Vater, wir bitten dich für alle, die Krieg, Gewalt und Terror über andere Menschen bringen. Schenke ihnen Einsicht und Umkehr, damit sie Wege des Friedens finden. Wir bitten dich, erhör uns.
Gott, unser Vater, hilf uns, nicht nachzulassen im Einsatz für Frieden und Versöhnung, um Mut zur Verständigung, um Kraft und Ausdauer. Wir bitten dich, Herr Gott, unser Vater, lass uns beten für unseren Papst Franziskus, die Bischöfe und alle Männer und Frauen, die sich um die Weitergabe des Glaubens mühen. Lass in ihrem Handeln deine Weisheit, Barmherzigkeit und Liebe sichtbar machen. Wir bitten dich, Herr Gott. Denn du bist nicht gekommen zum Richten, sondern uns mit Gott zu versöhnen und uns zum Frieden zu führen. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
allmächtiger Gott, dieses heilige und heilbringende Opfer, tilge unsere Vergehen und versöhne uns mit dir. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod, Herr, bitte mir, und deine Waffe.
Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Weint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Besonders beten wir unserem verstorbenen Mitbruder im Bischofsamt Alois Kutas. Nimm ihn und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit Emma und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Die Vergebung ist Quelle des Friedens. Deshalb bitten wir in den Worten, die Jesus selber uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Christus ist unser Friede und unsere Vergebung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke dir nach deiner Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Snap Miru ins Grabe. Signum Patis. Oh,
Thank you.
dieses heilige Sakrament, tilge unsere Schuld und gewähre uns deinen Schutz. Es entreiße uns der Gleichgültigkeit und erwecke in uns einen lebendigen Glauben. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Keine zweite Predigt geben, keine Angst. Aber ich möchte auch Danke sagen allen, die heute hier unserer Einladung gefolgt sind und ja, uns Bischöfe freut es wirklich, dass wir nicht allein irgendwo stehen und uns das Beste für die Menschen wünschen, sondern dass wir mit ihnen zusammenkommen, die nicht nur uns unterstützen, sondern mit uns für die Menschen da sind. Und da habe ich viele gesehen, Priester, Hauptamtliche in unserer Kirche, Caritas-Direktor zum Beispiel, viele andere, auch viele ehrenamtliche Pfarrgemeinderäte, Rätinnen habe ich gesehen. Ja, und es freut mich besonders, dass eben auch die Damen und Herren, die in der Politik auch das Gleiche wollen, für die Menschen da sein und dass sie heute auch hier sind und wir so miteinander ein Zeichen geben können in dieses Kärnten hinein und letztlich in die Welt hinein, in einem Jahr, wo wir alle eingeladen sind, Vertrauen auszusprechen, denen, die für uns, für die anderen da sind, in einem Wahljahr eben. So danke ich eben, dass wir dieses Zeichen setzen konnten. Ich habe es nicht zu den Problemen, dass es ein Museum auf Wahljahr gibt, dann ist Brischli, ist das Gruppe, das Austrische Gemäß, Schkofi, da liegt der Lebensnack. Das Gruppe der Gimo, in das man prebraunen, Givetti, Sadruge, ja, Sadruge, Viti. Ich möchte dem Herrn Kardinal besonders danken für diese Predigt, für das Feiern mit uns und das, was er so herausgestellt hat. Ich glaube, das ist auch etwas, was uns eint. Es sind die gleichen Werte, die wir leben wollen. Und die dann eben unserem Land, die den Menschen in unserem Land gut tun. Wir wollen ein bisschen Vorbild sein in diesem Jahr, das Verzeihen und das Erbarmen. Ja, das ist etwas, was schwierig ist für Menschen in der Kirche, auch im kirchlichen Dienst, und nichts weniger als für andere, die sich wo immer ja, bemühen. Ich bin auch froh, dass wir heute ein kleines Zeichen geben dürfen, ja, dass auch wir, die Kirchen, und da meine ich jetzt die katholische Kirche in Kärnten und auch die evangelische, dass wir doch auch wahrgenommen werden als eine, nicht nur eine Institution, sondern als Menschen, die eben in dieses Land hinein Impulse geben wollen, gute Impulse, die Menschen eben auch helfen bei ihrem Leben. So wünsche ich Ihnen dann ein gutes Heimkommen. Vorher gibt es aber noch das, was uns so wichtig ist, eine Agape. Agape heißt ja Liebesmahl und letztlich geht es bei allem hier um die Liebe. Wir zeigen heute, dass es sie gibt, diese Liebe, und dass wir alle imstande sind, einander zu lieben. Es wird der Kardinal uns dann noch den Segen geben, der genau diese Kraft uns auch geben möchte. Ich möchte dem Rektor Franjo Widowitz, dem Rektor von hier, Danke sagen, dass er all das so organisiert hat, zusammen mit Hermann Kehlich, der heute die Assistenz gehabt hat, und Diakon Kehlich und vielen anderen, besonders natürlich den Kindern und Jugendlichen.
Ja, ihr wart die Besten. Einhätig. Und Silvia Steinkellner, die Lehrerin, die ist auch ziemlich gut. Das ist so zusammenbringend. Es wird jetzt noch eben eine Agape geben, geht nicht. Ich hoffe, dass es genügend Brot und etwas zum Trinken auch gibt. Und mit einigen eben wollen wir uns dann noch einmal treffen. Wir wollen auch dem Landeshauptmann dann etwas übergeben und so irgendwie zeigen, ja, in Kärnten arbeiten wir zusammen. Wir arbeiten für die Menschen. Und möge der Herrgott uns besonders in diesem Jahr dabei helfen. Deutlich gespürt, dass mich jemand liebt.